Ja, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry Primal. Ja, ich muss mich ein wenig entschuldigen nach der abrupten Aufnahmebeendigung der letzten Folge, wo es ja, ihr sicherlich wahrscheinlich das mitbekommen habt, dass auf einmal es urplötzlich bei mir an der Tür klingelte und muss ich leider Gottes Namen die Folge dort abbrechen. Ich habe mir gedacht, wisst ihr was, ich lasse das einfach drin und fertig und damit war die Folge auch beendet, weil die ging ja glaube ich gute 16 Minuten und wir haben rausgefunden, dass wir jetzt Tiere zähmen können und habe jetzt hier gerade eine Anzeige, die Eule. Drücke das digitale Steuerkreuz nach oben, um eine Eule zu rufen. Deine Eule kann Feinde aus der Luft, das haben wir doch schon, das wissen wir doch schon. Kann es sein, dass das vielleicht gar nicht gespeichert hat? Vielleicht? Kann es? Okay. Ich glaube, da müssen wir das nochmal machen. Ich glaube, mir ist nämlich auch... Gleichzeitig musste ich auch die Konsole neu starten. Irgendwie ist das Spiel dann... hat sich aufgehangen. Und, das heißt also, wir müssen das Ganze nochmal machen. Gut, ist jetzt nicht so schlimm. Dann verpasst ihr quasi gar nichts. Dann habt ihr nur das Klingeln gehört meiner Tür. Du wisst jetzt, wie meine Tür klingelt und dann, gut. Also meine Tür klingelt nicht, sondern die Person, die davor stand. So ist es richtig, ja. Ich muss das nur klarstellen. So. Also, ich juckt schon wieder die Nase, ist ja unfassbar. So. Wir mussten die Leutchen... Beim letzten Mal war es eigentlich ganz okay, weil sie uns ja nicht gesehen haben, ne? Ich werde das trotzdem mal wieder, oder nochmal probieren. Dass ich das vielleicht wieder... Boah, Mist, scheiße. Hat er mich gesehen? Die haben mich noch nicht gesehen, okay. Ich will natürlich unentdeckt bleiben, ne? So, dass sie natürlich... Der könnte mich jetzt gleich sehen. Ich versuch den mal zu... Cashen, Moment. Bleib. Die wissen natürlich, woher der Schuss kam. Das ist natürlich klar. Aber die suchen noch. Also die wissen nicht genau, wo ich bin. Ich kann mich natürlich weiter in die Büsche verstecken. Um natürlich ungesehen zu bleiben. Ich versuch's mal. Weil dann kann ich's... Ich glaube, die haben aufgegeben. Man bleibt doch einfach... Das gibt's doch nicht. Das hat beim ersten Mal besser geklappt. Das gibt's doch nicht. Der hat mich gesehen, verdammt. Na. Das gibt's nicht, ich treffe den... Alter. Verdammt, Mist. Alter Schwede. Okay, die wissen auf jeden Fall schon mal, wo ich bin. Das ist schon mal nicht sehr schön. Das ist... Das gibt's nicht. Okay, ich mach's auch gerade ein bisschen spannend. Obwohl, stimmt gar nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. Ja, jetzt. Na, Gott sei Dank. Wir haben eh nur noch 3 Pfeile. Meine Güte. Da habe ich doch tatsächlich jetzt so viele Pfeile verballert. Das hat beim ersten Mal besser geklappt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber nun gut. Aber wir können... Was war das? Nö. Ach, nachdem ich jetzt siege. Da muss ich jetzt tatsächlich ein paar... Pfeile herstellen. Aber wie gut, dass wir Hartholz gesammelt haben. Hartholz. So, jetzt müssen wir natürlich einen Köder herstellen. Ich stelle noch ein paar mehr Köder her, weil wir es haben. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gemacht. Also in der letzten Folge. Und wir müssen natürlich jetzt hier lernen wir natürlich, wie wir den Wolf dann jetzt gleich zähmen können. Das haben wir ja. Wie hatten wir ihn nochmal genannt? Ich hab's schon wieder vergessen. Weil ich war in der Zwischenzeit zwischen der letzten Folge und der Folge. Ist eigentlich dieselbe Aufnahmesession, aber ich war irgendwie schon zwischendurch so ein bisschen einkaufen. Dann war ich noch beim... Ich war noch beim Rewe. Ja, ich war noch beim Rewe gewesen und... Oder Netto oder Penny und wie sie alle heißen. Und Und da vergisst man schon mal so ein bisschen etwas, wenn man da so, ja... So vor sich hin vegetiert. Kann ich das... So, bisschen Köder. Ja, das wissen wir ja. Da muss ich dann... So, drücke 1, um den Köder zu werfen, um den... Wie hatten wir ihn denn genannt? Charlie? Nee, wie hatten wir den Charlie? Nein. Wie hieß er denn nochmal?
Und dann sollen wir uns langsam nähern. Das probiere ich jetzt direkt mal aus. Wie hatten wir denn? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, du bist ja ein ganz feiner. Du bist ein ganz feiner. Ja, du bist ein ganz feiner. Ja, 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 ja. Du bist ein ganz, ganz feiner. Ja. Haben wir ihn Timmy genannt? Nee, Timmy nicht, ne? Wie hatten wir ihn denn? Bestienkontrolle? Ich glaube, das haben wir gar nicht gelesen gehabt, oder? Kann das sein? Wenn deine Bestie verwundet wird? Doch, das hatten wir auch schon, ne? Bestien 10, ja, ja, ja. Ah ja, genau. Und dann mussten wir ja noch... Wie hatten wir ihn denn genannt, verdammt nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir hier noch die Gegner hier... Wenn du mit Kreis in der Hocke gehst, lässt sich auch deine Bestie schwerer entdecken. Ah, wie geil. Oh, du bist ja ein ganz feiner. Du bist ein ganz feiner. So. Halte L2 gedrückt und R1. Lass, schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Sehr schön. Ja, komm her. Ja. Ja, ist ja gut. Komm her. Bestie heilen, stand er gerade. Drücke das digitale Steuerkreuz nach rechts, um das Bestienmenü zu öffnen und alle zählbare Tiere einzusehen. In diesem Menü kannst du Tiere zu dir rufen oder einen derzeitigen Begleiter wegschicken. Einige Bestienmeisterfähigkeiten erlauben es dir, neue Bestien zu zähmen. So, heilen wir mal die Bestie. Guck mal hier. Bestienmeister abgeschlossen. Sehr schön. Ja, du bist ja. Ja, du bist ja ein ganz feiner. Du bist ja ein ganz feiner. Oh. Oder haben wir ihn Jackie genannt? Nee, Jackie? Oder war es Jackie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß es partout nicht mehr. So, Schnellreise. Wenn du ein Leuchtfeuer, das kennen wir schon. Du kannst außerdem im Dorf Schnellreise, um Hütten zu erreichen, zu verbessern. Ich glaube, Schnellreise kennen wir doch schon. Ist jetzt vielleicht das. 18 Leute haben wir in der Bevölkerung. Kann es sein, dass wir jetzt schon so langsam das Tutorial hinter uns haben und jetzt so eigentlich... So, wir haben jetzt einen Begleiter. Ich schaue nochmal eben ins... nein, da wollte ich nicht rein. Ins Menü. So, warte mal, Fähigkeiten. Ach, guck mal einer an. Da drüben haben wir jetzt... Wir hätten zwar einen Fähigkeitenpunkt, den kann ich aber nicht ausbauen. Eulenjägerblick. Wilde Hunde zähmen gelernt. Jetzt zähmbar. Rothunde, seltene Rothunde, Wölfe, Weißwölfe und seltene Streifenwölfe? Setze Köder ein, um sie zu zähmen. Das kann sein, dass diese Streifenwölfe, die seltenen, vielleicht nur nachts existieren. Da müssen wir dann natürlich mal schauen, dass wir die vielleicht mal nachts mal zähmen. Ich weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn wir dann ein eigenes Tier mit haben. Da oben steht zwar, dass wir hier was bauen können oder beziehungsweise was verteilen können, aber ich kann hier nichts einsetzen, weil wir keinen weiteren Fähigkeitenpunkt verteilen dürfen können. Da steht zum Beispiel erreiche Tenseis Hütte. Na gut. Dorf Takasöle Upgrade. Ach, da kann man auch noch upgraden. Ist ja krass. Belohnung für ein Upgrade. Überlebensfähigkeiten, Bogen Upgrade, Keulen Upgrade, Stachelbombe, Wurfgeschoss und 1,5k XP. Alter. Was haben wir denn hier unten? Wenn ja, Stammbevölkerung. Aha. Ach, unsere Stammgröße momentan 18. Bei 20 gibt es ein Beutel Waffen, Rohstoffe und Nahrung wird täglich zum Belohnungslager geschickt. Das ist ja geil. Boah, bis 300 geht das. Alter Schwede. Uiuiuiui. Ja, da haben wir ja natürlich, ne? Da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Ich schau mal schnell auf die Karte. Und dann werden wir mal das... Ja, ich habe übrigens... schon so ein bisschen auch mal die, nicht die Kommentare, aber so durch einen, ja, nicht Bekannten, aber der auch mal regelmäßiger die Let's Plays hier verfolgt, hatte mal gesagt gehabt, ja, das wird ein entspanntes Let's Play. Ich glaube auch, dass das ein entspanntes Let's Play wird. Vor allem auch zum Zugucken. Ich glaube, hier geht es jetzt weiter mit der Story. Hier haben wir jetzt sogar beide. Ich habe jetzt gerade Tensei, der Schlamperich, habe ich jetzt gerade gelesen. Ich entschuldige mich dafür. Was haben wir denn da unten? Ein Lagerfeuer. Aha. Kann es sein, dass wir von hier gekommen sind? Ich weiß es gar nicht mehr.
Braunbär ist sehr schwer zu jagen. Besonderheit zähmbar, benötigt Bestienmeisterfähigkeit. Was brauchen wir denn? Ich schau mal eben in unserem Handwerkermenü, was wir brauchen. Wir brauchen ein Jackfell, um die Eingeweidetasche zu, ist es ein Ubisoft? Das ist, glaube ich, ein Ubisoft-Club. Kriegen wir das eigentlich so? Kommen wir in der Geschichte voran? Achso, okay. Da brauchen wir einen. Moment. Wo finden wir denn einen Jack? Ein Jack. Da ist ein Braunbär. Das ist ein Rothund. Das ist ein Hirsch. Da ist ein Wolf. Ein Hirsch. Da ist wieder ein Dings. Höhlenlöwe. Alter Schwede. Aha. Ich glaube, wir werden mal. Wir müssen ja sowieso noch ein bisschen die Karte freidecken. Werden wir jetzt mal hier so eine Nebenmission wieder machen. Hallo? Bestie töten. Jage Raubtierrudel, die Venya bedrohen. Leicht. Das machen wir mal. Da machen wir Wegpunkte hin. Ich will auch nicht schnell rein, sondern ich will einfach immer dahin laufen. Ey, du ziehst ja voll das Let's Play in der Länge. Ja, Pech. Dann guck's halt woanders. So. Habe ich ja schon mal erwähnt. So, was war das denn? Huch. Was? Ah, Schilf. Brauchen wir natürlich auch. Ganz wichtig. Nicht vergessen. Na, kommst du mit? Kommst du mit? Also ich glaube, wenn ich die Aufnahme hier beendet habe, dann gucke ich mal, wie wir den genannt haben. Oh, Paschweiß-Ursprung. Mhm, ist auch ein Ort. Guck mal einer an. So. Nehme ich mit. Maulbeerblatt im Übrigen. Aber den Witz hatten wir ja schon. So. Gehört er zu uns? Ich glaube ja, ne? Oder? Hallo? Ich glaube ja. Der hätte uns, glaube ich, schon längst angegriffen. Was ist los? Hey, was ist los? Ja, ja, ich kann ihm Befehle geben. Ich weiß. Ich würde jetzt... Oh, hallo? Wie ist das eigentlich, wenn ich hier oben raufklettere? Läuft der dann rum oder wie ist das? Ah, okay. Kann er auch Tiere jagen? Bestimmt, ne? Das wäre natürlich ganz, ganz lustig. Kann ich denn... Ach, hier kann ich dann auch schauen wegen die... Ah, okay, guck mal eine an. Wegen die Bestien, die man so... Uiuiuiuiuiuiui. Ach, die haben verschiedene Sachen. Der hat jetzt ein gutes... Ja, ein gutes Mittelfeld mit Schleichen, gutes Tempo und nicht so viel Stärke. Ich könnte aber... Okay, jetzt 10 bei den Oros. Die könnte ich auch noch zähmen jetzt alle. Der wäre sehr ausgewogen. Der wäre sehr, sehr ausgewogen. Das ist ein seltener Streifenwolf, wo ich ja sagte, das ist bestimmt einer, der nachts rumläuft. Der ist sehr ausgeglichen. Ah, knurrt, um vor Gegner und Raubtieren in der Nähe zu warnen. Deckt 140 plus Schritt des Geländes um dich herum am Kartenmenü auf. Enthüllt neue Gebiete auf der Minikarte. Immun gegen Feuer. Boah, krass. Okay. Aber ich bin erstmal zufrieden mit ihm. Ist alles gut? Ist alles gut? Ja, ist alles. Ja, du bist ein ganz weiter. So, lass uns mal weitergehen. Wie auch immer du heißen magst. Ich weiß gar nicht, wie ich dich genannt habe. Ich guck da mal. Ich schau da mal nach. So, ich spring mal hier runter. Kommst du runter? Wie geil aber auch, dass er einfach außen rum läuft. Finde ich total cool. Das macht natürlich einen schönen Eindruck. So, jetzt versuche ich mal den Hirsch da. Hat es natürlich gesehen, oder? Oder rennt vom anderen Tier weg, kann natürlich auch sein. Ich muss gerne mal ausprobieren, ob er für uns einen Hirsch jagen kann. Da ist er noch. Los, schnapp ihn dir, Tiger, schnapp ihn dir. Ja, Mann. Ja, hat du fein gemacht. Hat du... Hallo? Hallo? Weil ich glaube, wir brauchen ein bisschen Hirschfell auch mal. Haben wir ja, glaube ich, noch gar nicht bekommen. Und Hirschhaut. Wir haben wieder Tierfett. Hier ist noch ein bisschen Schilf, was wir mitnehmen. So, Survival. Boah, wie geil diese Lichtung aber auch aussieht jetzt, ne? Boah, das ist schon... Ich muss es immer wieder sagen. Es tut mir leid, ich muss es immer wieder sagen. Wie viel Fleisch haben wir eigentlich noch? Wir haben noch 7 Fleisch, okay.
So. Ich pack mal den Speer aus. Da wir jetzt ja hier die Bestien, glaube ich, erledigen. Hallo. Erledigen müssen. Für die Venya oben. Muss nur gucken, wie wir nach oben kommen. Sieht nämlich so aus, als wäre es oben. Kommen wir hier vielleicht irgendwie hoch? Hier vielleicht. Was war das hier? Ah, Schiefer. Natürlich nehmen wir Schiefer mit. Können wir nächstes Mal nehmen, weil wir zu voll sind. Also, unsere Taschen sind voll. Nicht, was du wieder denkst. Können wir eigentlich unendlich rennen? Würde mich mal interessieren. Bestimmt. Der hat bestimmt unendlich Ausdauer. Ich sehe das. Das ist okay, fantastisch. Das ist schon mal sehr schön. Wo? Ich kann diese Bestie jetzt zähmen. Ja, kann ich. Aber ich kann ja nur mehr. Ich kann ja nur eine, ne? Oder? Ich kann ja nur eine mal parallel bei mir haben. Oder kann ich mehrere? Würde mich mal brennend interessieren. So. Jetzt laufen wir schon wieder hier so lange durch den Wald. So, wo ist denn das? Wo ist denn der Stamm? Ist es. Das muss doch hier irgendwo sein, oder? Das muss doch hier. Ist es nicht hier irgendwo? Ich muss natürlich auch aufpassen auf Schlangen und sowas. Alle. Wo? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Da. Ach du heiliger Strohsack. Ach du heiliger Strohsack. Ist das eine Klapperschlange? Oh oh. Uah. Geh weg. Komm her, Hundi. Ich muss dich heilen. Die hat dich angegriffen, ne? Hier. Ich muss vor der Schlange aufpassen. Die Schlange ist gefährlich. Kann ich die mit einem Pfeil vielleicht... Boah, was? Boah, diese miese Schlange greift einfach unseren Hund. Komm mit, komm her. Komm hier hin. Das gibt's doch nicht. Da greift die einfach unseren Hund an. Diese Kackschlange. Ich fasse es einfach nicht. Ich hasse ja Schlangen, ja auch in echt und so. Und auch Spinnen, ich ekel mich da total vor. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Für die Leute, die auch zu Hause solche Tiere haben. Ich meine, hab da Verständnis für die Tiere mögen, aber ich mag sie nicht. Ich muss sowas nicht zu Hause haben. So, da oben müssen wir hin. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge starten wir direkt mit der Mission durch. Boah, mit diesen... Alter, boah, ist das geil. Ja, mit unserem kleinen Bovi. Und ich gucke währenddessen jetzt mal in der Pause, wie wir ihn genannt haben. Ja, ganz fein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.